Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Warhammer 40k Regiside mit Melo. Und Dracomedes ist immer noch abkömmlich, sag ich mal. Wir sollen jetzt Luta und Stormboy. Ach, da unten ist noch ein Stormboy. Die sollen wir aber töten und nicht schlagen, also erschießen. So, mal gucken, da müssen wir uns ganz schön durchwursteln, um da irgendwie ranzukommen. Weiß ich noch nicht so richtig. Oh, so langsam. Naja, töten liegt ja irgendwie auch in seiner Natur, sag ich mal. So, wir sind weiterhin im Schach. Wenn der da hingeht, können wir da nichts dagegen machen. Also können wir erstmal hier hingehen und fühlen uns ein bisschen sicherer. Fühlen uns ein bisschen sicherer. So. So, haben wir doch den ersten schon mal. Haben wir doch dem ersten schon mal gezeigt, was hier Phase ist. So, jetzt zeigen wir mal dem zweiten, was hier Phase ist. Nein, tun wir nicht. Weapon ready. So. Beschleierung, Eisenkranz, Eisenkranz. Eisenkranz ist eigentlich noch nicht wichtig genug. Ja, hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Blast him! Ja. Klar, klar, klar. At your command. Our blades before the shadow. So, jetzt kommen wir langsam in die spannenden Regionen. Auf alle Fälle hier sowas. So, schön weiter auf die Looters. Die nerven mich hier ein bisschen. Nicht geklappt. So, den bringe ich nächste Runde um. Also nehme ich lieber mal das Schild. Dann müssen wir nämlich mal anfangen, den da oben zu erschießen. Während er hier unten hin und her läuft. Oh, hat er das Schild bestimmt erwischt, ja? Ich bin fast. Defcon. Ich glaube, die gingen da vorbei. Huiuiui. Okay, dann entscheide ich mich jetzt doch um und räume erstmal ein bisschen aus. Dass wir ein bisschen Luft und Zeit haben. Das hätte jetzt natürlich auch schief gehen können. So, schön weiter auf den Dings schießen, ja. Ist doch gut, wenn das funktioniert. Just a few more shots from me, Death Guard. And this will all be over. Kann ich so nicht mitmachen? What? Ready to strike. Ready to deploy. So, ich will hier den Dings nicht verlieren. Also, machen wir weiter. Open fire! Schlage nicht, vor allen Dingen schlage nicht, sondern töte. Ja. Der könnte echt mal seine Boltpistole ein bisschen arretieren.
Naja, wir müssen ein bisschen um... Oh, 4. Ein bisschen aufpassen. Ich sollte mal eine Verschleierung unternehmen. So sollten wir ja zumindest das Schussfeld blocken. Rüstung hat er keine mehr. Das ist ganz schön fies. Dass das alles der arme Ork da ausbaden muss. This is my death gun. Und Schuss dazu, der geht auch vorbei. Jetzt gibt es ja zumindest schon mal keinen Ork mehr, der das Feuer absaugt. Und dann können wir jetzt auch mal ein bisschen Aua machen. Minus 6. Das wird wahrscheinlich nur minus 4 oder so sein. Ja, recht. Irgendwie sind die Todesanimationen kaputt. So, und dann würde ich nämlich sagen, wir gehen jetzt mal langsam die... Solange wie der hier steht, kommt er sowieso nicht raus, ja? Und da haben wir uns mal... verpassen wir uns mal noch so einen kleinen... Safety-Bubble. Und wir müssen auf alle Fälle mit mehr als einem Lauder. Auf jeden Fall können wir dann immer noch gucken, wie wir uns in eine bessere Position bewegen. Und im allerschlimmsten Fall können wir hier eigentlich auch mal reinhauen. Naja, okay. Für 5 Punkte ist das natürlich ein bisschen eine Mauerausbeute. So, der könnte hier gehen. Okay, Stickbomb ist relativ geil. Könnten wir zumindest schon mal Dinge vorbereiten. Wie zum Beispiel, Rüstung kriegt er nämlich nicht wieder. Und da kommen wir sogar tatsächlich weit genug. Und die hat sogar gesessen. Just a few more shots from me death gun and this will all be over. Wenn's dem natürlich hier ungern. Oh ja, ziehen wir erstmal zusammen. Schon wieder 5 Punkte voll. So viel. Das kriegen wir gar nicht so schnell. Und ja, erstmal hier sind können wir sogar mal einen Apex benutzen. So, wenn wir langsam einen aggressiveren Plan machen. Mit den Apex können wir auch nächste Runde nochmal. Dann fressen wir wahrscheinlich jetzt erstmal eine Dings. Oh, noch 3 Runden. Vielleicht hier. Und hier so. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Jetzt kommt hier also langsam unser kleiner Freund. Ready to strike. Victory is within our grasp. Ready to strike. Mann, der geht, der kommt aber auch nirgends. Der kann hier nicht hin. Der kann da nicht hin. The Codex predicts our victory. Aber selbst wenn ich hier hinhaue, ich könnte dann natürlich nächste Runde wieder raus. Das ist erstmal jetzt das Primärziel.
Okay, das ist gut. This one, mine. Ja, das ist vielleicht nicht so super gut, wenn er trifft. Ich glaube, die sind in der Lage, relativ gut Tor zu machen, trotz Schild, die Orks. So, gehen wir mal wieder raus. Wir sind ja Space Marines. Wir dürfen böse Sachen machen. Ob da was wird mit dem Schild? Schade, schade, schade. Dann würde ich sagen, treiben wir sie trotzdem raus, oder? Ich weiß halt nicht, ob das klappt, ob das geht. 82% ist eigentlich ganz guter Wert. Aber die waren halt alle in Deckung. Zumindest die Rüstung hat es ein bisschen zerrissen. Okay, da kommt die Stickbomb. Bolt Pistol and Chainsword ready to strike. Ja. Forward, brothers. Firing on target. Nein. We'll make it orky. Charging up. Der da nützt mir nichts. Wenn er hierher kommen würde, das könnte schon helfen. -4. Uiuiuiuiui. Klar, dafür nur 52%, aber. Aber hallo, sag ich da nur. Wir wollen jetzt da tatsächlich nicht so viel. Halt mal den da jetzt erstmal ein bisschen raus. Der könnte den hier nehmen. Der wäre aber tot. Also der hier den nehmen. Machen wir uns erstmal ein bisschen Platz. Das. Wenn wir da normale Granaten hätten, könnte man da auch noch mal eine ganze Menge machen. Lucas, moving out. Okay, das heißt, der hier kriegt jetzt auf die Mütze, wenn das jetzt ist. Ja, wenn sie treffen. Wenn sie treffen, machen sie halt auch richtig. Aua. Aua. The Codex predicts our victory. Engage jump packs. Nicht, dass ich da nachher noch mit dem Boss ran muss. Naja, er könnte mit dem Dings rauskommen. So, mehr Heals und so, ne? Schießen wir weiter auf die.
den guten Ork da. Der ist ja dann jetzt auch so gut wie tot. We're gonna keep him on the run. Get fragged! Wagt er sich raus, ja? Dagger, dagger, dagger! The battlefield awaits. We are the Imperium's finest war. The Space Marines advance! So, die Jungs mit dem Apex sorgen hier mal noch für ein bisschen Bambule. Nein, tun sie nicht. Sie sollten aber eigentlich. Aber sie wollen beide nicht. Ja, das ist ja mein schon mal was, dass man da theoretisch hinschießen kann. Okay. Let's go, Storm Boys! Den verliere ich auch. Blast him! Der könnte auch schwierig sein. Oi, you! Oh, scheiße. At your command. The wisdom of the Codex is clear. Ja, durch die krassen neuen. Oh nein. Wenn wir ein bisschen Glück haben. Nein, doch. Taking cover. We got him now, boss. Uiuiui, eigene Granate auf den eigenen Space Marine, aber. We are the Emperor's and duty calls, and I answer. Nichts mache, kann ich nächste Runde bomben. Ja, im Notfall. Wir brauchen den Heal auf ihm hier. Destroy them all! Nicht getroffen, natürlich. Ich würde da halt ungern reingehen, solange wie da noch so viel Halligalli ist. Oh. Okay, ich hätte doch den hier nehmen sollen. Gut. Na dann. Jetzt kommt der Chef persönlich. Ja, hier hin und damit wir anfangen, Ärger zu machen. So, dann kann er hier hin, hier hin, hier hin. Das heißt, ich muss jetzt auf alle Fälle auf den Schwarzen bleiben. There is no place for you in this galaxy. Push them back, brothers. Ja, eigentlich haben wir die Punkte. Und immer in Deckung gehen. Boss, we got that. Ja, traut sich nicht, ja? This may be our finest hour, battle brothers. With me, brothers. Ich bleib auf den Schwarzen. The Emperor guides me. Ach.
shootiest. Von hier müsste ich ihn eigentlich treffen können. Oh, okay. Taunt und Stickbomb links runter. Das könnte aber machen. 70. Defcon Volley, dann könnte ich das sogar noch. Oh. 52 trifft. Ich hab verloren. Nein! Seit langem mal wieder. Wie er nur mit der Pistole schießt. Okay. Dann haben wir die Assault Moons dann zu schnell verloren. Aber die sind halt auch nach zwei Schüssen im Notfall tot, wenn die kaum noch Rüstung haben. Okay, das gehen wir dann im nächsten einfach normal an. Der Anfang sah ja sehr vielversprechend aus. Das ist das Falsche. Der Anfang sah ja vielversprechend aus. Das Ende war mau. Das machen wir beim nächsten Mal einfach besser. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.